6 Monate und 2 Tage. So lang haben die Sperrungen und Behinderungen im Zuge der Sanierung der Trostberger Straße nun gedauert. Am späten Mittwochnachmittag wurde diese im Rahmen eines Straßenfestes offiziell für den Verkehr freigegeben. Das ist ganz hervorragend gelaufen, freut sich Bürgermeister Herbert Hofauer. Die Firmen hätten Hand in Hand gearbeitet und natürlich hat auch das Wetter das Seine dazu beigetragen. Den Hauptgrund für den zügigen Baufortschritt aber sieht das Stadtoberhaupt in den Anwohnern. Sowohl an der Trostberger Straße, selbst als auch entlang der innerstädtischen Umleitungsstrecke. Solch eine Baustelle ist ein Sonderereignis. Was ist denn eigentlich alles gemacht worden? Alles ist neu gemacht worden. Es ist ein neuer Geh- und Radweg geschaffen worden. Es ist die Straße von der Belastbarkeit her deutlich verbessert worden. Es war ein kompletter Neubau einer Hauptverkehrsstraße hier in der Kreisstadt Allöting mit all den Anforderungen. Eine Fernheizung ist drin. Die Fernheizung wird zum Freibad rausgeführt. Nächstes Jahr wird das Freibad auch geheizt werden dadurch. Es sind neue Wasserleitungen verlegt worden, Stromkabeln. Also alles, was man sich vorstellen kann, dass man sich in eine Straße eingräbt, in einen Straßenkörper, das ist hier passiert. Bürgermeister Herbert Hofauer erinnert daran, dass es schon seit Jahren Pläne für die Sanierung gegeben habe. 2017 wurden die Weichen gestellt, der Stadtrat billigt die Vorplanung. Ende des Jahres erging die Zustimmung zum vorzeitigen Baubeginn. Im Januar 2018 fasste der Stadtrat den Grundsatzbeschluss zum Ausbau. Die Anlieger wurden eng eingebunden in das Projekt. Am 16. April erfolgte der Spatenstich für die erste Bauphase. 3 weitere sollten folgen, mit vielen Arbeiten im Untergrund. Von Wasser und Abwasser über den Strom bis zur Fernwärme und an der Oberfläche. Es war nicht immer einfach. Ja, jeder Straßenbau ist ein bisschen unterschiedlich, aber es sind eigentlich immer die gleichen Schwierigkeiten. Hier war es halt besonders schwierig, dass wir über lange Zeit die Leute abgeschlossen oder abgesperrt haben, die Anlieger von einem funktionierenden Straßensystem. Das Freibad war teilweise nicht erreichbar, der Weißbrei in Kramming nicht. Und jetzt ganz zum Schluss war eine besondere Schwierigkeit, dass Bitumen nicht mehr zur Verfügung stand, weil da ja Raffinerie, die 60% des deutschen Bedarfs herstellt, bei Ingolstadt explodiert ist und wir jetzt dank der Firma, der Baufirma Svitelski, das Bitumen aus Bosnien-Herzegowina besorgen konnten, sodass wir rechtzeitig fertig geworden sind. Erneuert wurden auch die Wasserleitungen. Die Firma Svitelski beauftragte hier die Firma Bauer aus Mitterskirchen. Deren Geschäftsführer Andreas Bauer ist auch sehr zufrieden mit dem Verlauf der Arbeiten. Wir haben hier die Wasserleitungsarbeiten neu verlegen dürfen, die Hauptleitungen, die Hydranten. Und wo es sehr viel Zeit in Anspruch genommen haben, waren die Hausanschlüsse, denn sehr viele Eigentümer haben sich dazu entschlossen, dankenderweise für die Stadt, muss man sagen, die Hausanschlüsse auch neu zu erstellen, auch auf dem Privatgrund. Das haben sie dann selber bezahlen müssen, was die Stadt nicht übernimmt. Es ist leider nicht mehr selbstverständlich, dass das gemacht wird, hat aber natürlich für den Betreiber dann den Nachteil, wenn auf die Privatgrundstücke dann ein Rohrbruch ist, dann hat der Betreiber natürlich wieder im ersten Aufzug das Problem, weil der Wasserverlust da ist, muss dann den Schieber abdrehen und dann kommt halt immer der große Heckmeck, bis das wieder in Stand gesetzt ist. Das war halt jetzt da dankenderweise nieder. Und dann haben wir fürs Energiesparwerk noch die Erdarbeit machen dürfen. Die Gesamtkosten zur Erneuerung der Trostberger Straße beliefen sich auf 2,1 Millionen Euro und die staatliche Förderung auf gut 1 Million Euro. Das Gute an der Sache war aber, die Anleger wurden hier nicht zur Kasse gebeten.